Er hat seinen eigenen Bruder umgebracht. Ja. Mondo, der ultimative Biker-Gang-Leader, der jedem im gesamten Land ein Angst macht. Angst einflößt. Aber der einzige Grund, warum er die Chance hatte, dieser Gang überhaupt beizutreten, war, weil ein bestimmter jemand Mondos älterer Bruder namens Daya Owada. Mondo hatte nichts außer Respekt für ihn übrig. Das war auch, kann ich jetzt wieder in der normalen Stimme lesen, oder? Ja. Also ja, sorry. Meine Stimme kackt echt ab. Mondo hatte nichts außer Respekt für seinen älteren Bruder. Das war auch der Grund, warum Mondo überhaupt mit dem Motorradfahren angefangen hat. Mondos älterer Bruder war die einzige Familie, die er hatte. Er war der einzige, dem Mondo vertraut hat und vor dem Mondo Respekt hatte. Er wollte so sein wie sein großer Bruder, also hat er ihn imitiert. Alles, was er getan hat, tat er auch. Mondo war wie ein kleiner Bruder, der alles nachahmte, was sein älterer Bruder tat. Währenddessen hat sein charismatischer älterer Bruder eine Motorradgang zusammengestellt. Und bevor irgendeiner es wusste, wurde diese Motorradgang zur größten Motorradgang ganz Japans. Daya, der ältere Bruder, Nummer 1 der Gang, und die Nummer 2, sein jüngerer Bruder Mondo. Am Anfang war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber als Mondo anfing darüber nachzudenken, wie er irgendwann eines Tages die Gang seines Bruders übernehmen muss, die Großartigkeit von seinem Bruder hat angefangen an Mondos Gewissen zu nagen. Das Kind wird versuchen, Dayas Job zu übernehmen, ha? Huh? Daya hat mit seinen eigenen Händen das Ganze aufgebaut. Mondo ist nur dabei. Kann jemand wie er wirklich unser Leader sein? Das lässt die ganze Gang nur schlecht aussehen. Fast jeden Tag hörte Mondo dieses Tratschen und die Gespräche hinter seinem Rücken von anderen Biker-Membern. Das ist auch der Grund. Ich muss stärker werden. Stärker als Daya. Einmal. Nur dieses eine Mal. Egal, was es mich kostet, ich werde gewinnen. Don't fuck with me. Ich gebe keinen Fick darauf. Ich werde die Nummer 1 sein. Und in der Nacht, wo sein wunderbarer Bruder Mondo die Gänge überlassen wollte, hat
Schachtmonde ihn zu einem Straßenrennen herausgefordert. Während des Rennens ist was Tragisches passiert. Der kleine Bruder war der so auf den Sieg fokussiert war, ist in den Gegenverkehr reingefahren. Und dann Raccoon Isekai Dire into fucking JoJo Part 4. Während der ältere Bruder in den Armen seines kleineren Bruders liegt, hat er noch seine letzten Worte zu verkünden. Ich hab verkackt. Es tut mir leid, Mondo. Natürlich wusste der ältere Bruder, dass es die Schuld des kleineren Bruders war. Aber Dire würde niemals so etwas tun, wie seinen kleineren Bruder für irgendetwas beschuldigen. Ey, Kleiner, der Rest liegt an dir. Sorg dafür, dass die Gang zusammenbleibt. Weil es das Team ist, was du und ich zusammengestellt haben. Es ist ein Versprechen zwischen Männern. Er hat versucht, das, was tatsächlich an dem Tag passiert ist, vor jedem aus der Gang geheim zu halten. Um die Gang zusammenzuhalten und das Versprechen seines Bruders weiterzuführen. Er könnte niemals sagen, dass er wegen seiner eigenen Schwäche den Tod seines Bruders verursacht hat. Und das ist das Ergebnis davon. Stimmt, ich vergesse mal. Ich will jetzt überall mal. Das Team wurde immer stärker. Noch stärker als zuvor. Und unter dem Banner ist jetzt das kleine Kind, was eifrig versucht, seinen großen Bruder zu imitieren. Und über ihn hinausgewachsen ist. Ja. Oder was? Achso, das sind Zitate von den anderen, oder was? Naja, war gerade dabei, gegen seinen Bruder zu verlieren. Also hat er sich, war er dumm und hat einfach sich selbst umgebracht. Das war die Erklärung, das war die Lüge, die mit der Mondo Truppenführer geworden ist. Er war so versessen darauf, der Teamleader zu werden, dass er bereit war, allen aus der gesamten Gang eine Lüge über seinen Bruder zu erzählen. Ich bin stark. Stark. Und trotzdem. Und doch, Holmoroguma. Also, und doch. So, als das Spiel um Leben und Tod begann, hat er realisiert. Egal wie,
wie tough er versucht, sich darzustellen. Er ist nur ein Schwächling, der jeden Moment sterben könnte. Bla bla bla, als dann wieder die Briefe kamen und es bla 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 mit dem Geheimnis. Und okay, jetzt ist auch ein Brother, das hatten wir schon. Es ist egal, was passiert ist. Ich konnte die Leute aus der Gang nicht herausfinden lassen. Wenn das rausgekommen wäre, wäre die komplette Gang zusammengebrochen. Und alles wäre ruiniert. Alles, wofür mein Bruder und ich so hart gearbeitet haben, wäre kaputt gewesen. Sein Tod, alles, wofür er gestanden hätte, wäre im Nichts verschwunden. So, das ist der Grund. Ei. Das ist, warum ich... Mondo. Als ich gesehen habe, was Monokuma gegen mich in der Hand hat... habe ich alles verloren. Mein Kopf war nur noch voller falscher Gedanken. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gefühlt. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun sollte. Ich war mir nicht sicher, was ich sagen oder was ich zu denken habe. Aber dieses Gefühl, was ich hatte, dieses unwohle Gefühl, hat sich verfestigt wie ein harter Stein und ist mir wie ein Stein im Magen hängen geblieben. Und das war der Punkt, an dem Chihiro mich angefangen hat, mit mir zu trainieren. Und genau da hat er mir sein Geheimnis anvertraut. Wirklich? Um Himmels Willen? I'm sorry. Es tut mir leid, dass ich euch angelogen habe. Aber warum? Warum jetzt? Warum erzählst du es mir gerade jetzt? Ich meine ja nur, du wolltest dieses Geheimnis von allen geheim halten. Warum ausgerechnet jetzt, in so einer Situation? Warum würdest du... Was, wenn es jemand rausfindet? Also, was, wenn es jemand rausfindet? Sorry, ich war gerade komplett... Du hast recht, aber... I want to change. Ich möchte mich verändern. Der Gedanke, in den ich mich eingewickelt habe, dass ich schwach bin. Ich möchte diesen Gedanken für immer aus meinem Leben vernichten. Seine Worte waren wie ein Messer, was mir direkt in den Bauch gerammt wurde. Es hat sich so angefühlt, als wenn er das Geheimnis, was ich in mir trug, aufgedeckt hatte. Ich muss mich ändern. Ich möchte nicht mehr schwach sein. Du bist so stark. Nichts kann dich verletzen, richtig? Egal, was für ein Geheimnis Monokuma uns auch erzählen möge. You piece of... Also was? Sagst du, ich soll dir einfach mein Geheimnis anvertrauen? What?
Du sagst, wenn ich wirklich ein Mann wäre, sollte ich einfach kein Problem damit haben, jedem mein Geheimnis anzuvertrauen? Huh? Hä? Ich war eifersüchtig. Ich war eifersüchtig auf Jiros Stärke. Er hatte die Stärke, seine eigene Schwäche zu verstehen und zu versuchen, sie zu überkommen. Das war die Stärke, die mir gefehlt hatte. Ich war so eifersüchtig auf ihn. Diese Eifersucht hat mich gebrochen. What? What? Machst du dich über mich lustig? Ich bin stark? Verarschst du mich gerade? No! Nein, ich verarsch dich nicht. Du bist wirklich stark, Mondo. Ich hatte das Gefühl, dass ich hören konnte, wie etwas zerbricht. Etwas in meinem Kopf. Was willst du, was ich tue? Was soll ich tun? Soll ich einfach da sitzen und einfach nichts tun, während mein Geheimnis entlüftet wird? Soll ich... What's wrong? Das wird alles ruinieren! Was ist denn los? Damn you! Warum musst du mir das alles erzählen? Versuchst du mir gerade meine eigene... Mein eigenes Versagen unter die Nase zu reiben? I just wanted to... Nein, ich wollte dich nur... Ich wollte zu dir hinaufblicken. Blick auf deine Stärke hinauf. Also ich blicke auf deine Stärke hinauf, danke. Yeah, that's right. Bewundere deine Stärke. Bewunderung, da war das. Das ist richtig, ich bin stark. Stark, ich bin stark. Stark, 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 stark. Ich bin stärker als alle. You son of a bitch. Ich bin stärker als Zaya. Ich erinnere mich an nichts, was danach passiert ist. Als ich wieder zu mir gekommen bin, lag er da, komplett in Blut gehüllt. Ich hatte die Hantel in meiner Hand. Ich starrte auf ihn und... und ging zu Boden. Hey! Ich habe ihn umgebracht. I killed Chihiro. Ich habe Chihiro umgebracht. Even after all this time, I'm still just as weak as I've always been. So, selbst nach all der Zeit bin ich genauso schwach, wie ich schon immer war. And thanks to that, I did something I can never take back. Und wegen dessen habe ich etwas getan, was ich niemals wieder gut machen kann. Mondo. Er ist normalerweise so aggressiv, so wütend. Er hat diese schwache Seite von vor allen versteckt. Das war sein Geheimnis. Eine Schwäche wie diese in seinem Herzen macht ihn zu einem kaltblütigen... Verdammt! Seht ihn euch an! Seht ihr ihn? Ihr seid alle genau wie er! Wegen einem Geheimnis aus der Vergangenheit! Wegen einer Erinnerung! Für das! Wegen sowas hat er kaltblütig einen lebendigen Menschen ermordet! Er konnte sich nicht freisetzen von den Fesseln der Außenwelt.
Er weiß nicht, was wahre Stärke ist. Seht ihr irgendwo Hoffnung da? Weil ich sehe sie nicht. Du Bastard. Halt einfach deine Scheißfresse, du kleiner Hurensohn. Wag es dich, noch mal was zu sagen. Wag es dich. Ja. Okay. Ich sag es so oft ich will. Ich werde es immer wieder wiederholen. Das ist, was ich sagen möchte, aber... Ist, was ich sagen möchte, aber... Leider kann ich das nicht tun, weil es ist jetzt Zeit für die Bestrafung. Hinrichtung? Für die Hinrichtung. Bestrafung? Du meinst die Hinrichtung? Well now. Das ist das, was ich euch versprochen habe, richtig? Der Schuldige, der Mörder wird jedes Mal seine gerechte Strafe bekommen. Ridiculous. Warte mal. Now then, I've prepared a very special punishment. So, ich habe für den ultimativen Balkergang-Leader eine sehr spezielle Bestrafung ausgedacht. Warte. Let's give it everything we've got. It's punishment time. Lasst uns das alles geben, was wir haben. Es ist Zeit für die Bestrafung. Ich sagte, du sollst warten. Sorry, man. Es tut mir leid, Mann. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. Ich konnte das Versprechen, was wir uns von Mann zu Mann gegeben haben, nicht halten. Und das ist soweit. Alter, meine Stimme ist echt am... Game over. Mondo has been found guilty. Time for the punishment. Ich bin auf deine Reaktion jetzt gespannt wieder. Safe irgendwas, der wird von 10 Motorrädern überfahren oder sowas. Die hat nur eine Kuma. Oh nein. Das ist was anderes. Oh! Das ist es! Okay. The Cage of Death. Ja, wegen Zentrifugalkraft oder so einer Scheiße wird er da einfach komplett zerfetzt werden oder dort sterben oder was. Also ja. Allö, der Cage wird statisch aufgeladen. Ist gone. Ja, wurde komplett pulverisiert. Passt. Ah, er wurde zur Lasagne gemacht. Ah, ne, Butter. Ah, Mondo Butter. Mondo Butter. No Butter. Über den Tod machen und deine Seele wird für immer in Frieden leben. Okay, wir gucken uns die Sicht an. Sakura verstört. Hina verstört. Taka sowieso durch. Hifumi auch durch. Celeste sieht man nicht ganz. Toko komplett durch. Byakuya. Toko mal aus. Nein, aber Byakuya Doppelpunkt. Ja. Es kann nicht sein. Mein Bruder. Ein weiterer Mörder, eine weitere Hinrichtung. Ich fühle es wieder. Alle diese Leben werden hier so leicht genommen. Ich spüre wieder, wie ich verrückt werde. Ich habe es einfach passieren lassen.
Und als Taka seine Schreie unsere Köpfe durchbohrten, realisierten wir es alle nochmal. Aber natürlich, er musste. Ach, was eine Enttäuschung. Ist das Ende des Games? Byakuya. Du bist komplett verrückt, weißt du das? Ein Spiel? Einer unserer Freunde ist jetzt einfach tot. Realisierst du das? Naturally. Natürlich realisiere ich das, weil es ein Spiel um Leben und Tod ist. Hey. Du hast nichts zu sagen, oder? Du hast keine Antwort außer das. Ich verstehe einfach nicht, warum. Warum bist du darauf rausgegangen, um Mondos Dings zu verstecken? Mondos... What? Dings. Warum? Ist es nicht offensichtlich? Ich wollte Dings ein bisschen interessanter machen. Seine Stimme wurde einfach ruhig, emotionslos. Wie die Stimme des Todes. Es machte mir wirklich... Es gab mir einen Schauer. Letzte Nacht, wenn der Mörder passierte, war ich in der Bibliothek, wie immer. Honestly. Also, ignorierst du die Nachtruhe-Regel auch? Diese Regel juckte mich eh nie. Ich habe nie zugestimmt. There is nothing to be done. Also, mich interessiert das eigentlich auch nicht. Also, bitte fahr fort. Die Nacht wurde immer später und ich habe mich dazu entschieden, zu meinem Raum zurückzukehren. Aber dann traf ich auf ihn. Ich sah Mondo aus dem Mädchenumkleide rauskommen. Und nachdem er gegangen ist, habe ich mal einen kleinen Blick reingeworfen und habe die Leiche gesehen. Was? Du sagst, du hast wirklich den Mord mit eigenen Augen gesehen? Oh, er war so dumm. Er hatte nicht mal die leichteste Ahnung, dass ich ihn gesehen habe. Also sagst du, du wusstest, wer es war von Anfang an? That's right. Korrekt. Aber wenn es das Ende davon wäre, wie langweilig wäre es dann? Meine... Was wäre es für eine Zeitverschwendung, wenn die Antwort direkt am Anfang gegeben wird? Das ist, warum ich mich dazu entschied, ein wenig helfende Hand anzusetzen. Ich dachte, das würde ein bisschen Sachen beleben. Du hast all das getan, um Sachen zu beleben? I see. Also, nachdem du die Genocide Jack Story von Toko gehört hast, hast du dich also dafür entschieden. Du hast eine Fake Murder Scene erschaffen. What? Aber, Junge, checkst du nicht? Hätten wir nicht herausgefunden, dass es Mondo ist, wären wir jetzt alle tot. Natürlich hätte ich die Wahrheit mit der Wahrheit ausgespuckt, bevor wir zu diesem Punkt gekommen wären. Natürlich. Ab dem Punkt hätte ihr doch eh niemand mehr geglaubt. Berger drehte sich um und sah mir tief in die Augen. Ich konnte deinen Blick durch meine mich durch bohren fühlen. Dank einer spezifischen Person passierte dies aber nie und es war möglich, ein sehr interessantes Experiment durchzuführen. Interesting. Wenn ich mich dazu entscheide, ein Schuldiger zu werden, dann weiß ich auf jeden Fall, vor wem ich mich in Acht nehmen sollte. Correct. Also war das dein Grund? Zufrieden? Indeed. Ja. Wir sind fertig mit deiner Geschichte zuzuhören. Geh weiter. Okay. Ich würde etwas noch Monokuma fragen. What's this? Was ist denn los? Du machst diese elaborativen Hinrichtungen jedes Mal, richtig? Meine Frage ist, warum?
Warte mal. Magst du sie denn etwa nicht? Weißt du, die Bestrafung, die Hinrichtung, sie ist nicht nur für dich. Die Verzweiflung. Diese Verzweiflung, sie ist nicht nur für dich. All diese Bestrafungen, all die Verzweiflung ist mein Geschenk zu, ist mein Geschenk an die Menschen, an die Menschlichkeit. An die Menschheit selber. An die Menschheit selber. Du übertreibst wieder. Andy? Ja, ganz kurz, ist ganz wichtig. Nein, ich übertreibe nicht. Diese Bestrafungen sind dafür da, um die ganze Hoffnung in Verzweiflung zu stürzen. Ich bin jetzt wieder da. So. So. Was meinst du damit? Was ich meine? Meine? Meine! What the heck? Meine! Mutter. Verfickte Scheiße, ich verstehe nicht, warum ihr immer jedes kleine einzelne Wort auseinandernehmen müsst und so dumme Fragen stellt. Jedenfalls, das wirkt mich nicht mehr. Am Ende werde ich als einziger Gewinner dort stehen. Und dann wird alles mir entlüftet werden. How exciting. Der noble Junge, der noble Familie, von der noblen Familie, er ist der Einzige, der mich wirklich versteht. Ich würde sagen, das ist der Start einer sehr, erschreckenden Freundschaft. Klappe. Ich würde niemals mich auf dieses Niveau eines kindischen Kriminellen wie du begeben. Lass mich dir nur eins sagen. Nachdem ich mein Ziel erreicht habe, bist du der Nächste. Ich werde dich finden und ich werde dich umbringen, verstanden? Im Namen der Togami Family ist der Sieg die einzige Lösung. Ist so cool. Du wirkst ja wie der Main Character eines Videogames. Oder so. Und nicht wie so ein kleiner Scheißmob. Ich schwöre, was auch immer es kostet, ich werde dich umbringen. Temperament. Das mag ich. Es hört sich gut an. So. Aber ich wusste, ja, es wird hier nicht enden. Das Killing Game wird weitergehen. Und weil das Mastermind es nicht aufhören lassen wird. Map Multiplying. Ja. Das Bär wächst immer weiter. Unsere Verzweiflung. Boah, ich bitte, sag mir jetzt einfach, dass gleich Aufnahme endet. Well, anyway, like I was saying. Ja, jedenfalls, wie ich bereits sagte. This is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Ein sehr guter Platz. Ja, ein wirklich sehr, sehr guter Platz. Anyway, isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Ist es nicht schön, wie dieses Mädchen losgegangen ist und angefangen hat, Leute zu töten? Bevor es langweilig, sonst wäre es ja langweilig geworden. Bevor es überhaupt langweilig werden kann. It'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. Sobald die Dinge erstmal ins Rollen kommen, wird es wie eine Achterbahnfahrt sein, die niemand aufhalten kann. Fear and despair charge forward at a speed nothing can hope to match.
Angst und Verzweiflung reisen nach vorne mit einer Geschwindigkeit, die kein anderes Objekt imitieren kann. Aber ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. Ich habe mir so viel Arbeit gemacht, dich Teil der Gruppe zu machen, aber du konntest einfach dein Spiel nicht spielen oder dein Teil machen. Du erinnerst dich daran, du warst dafür gedacht, den ersten Schritt zu machen, richtig? Well, no biggie. Ja, ist auch nicht mehr wichtig. Nothing we can do about it now. So just do your best to make things more exciting from now on, okay? Was wir tun können. Gib einfach dein Bestes, Dinge so interessant wie möglich von nun an zu machen, okay? After all, that's what everyone wants to see. Das ist ja das, was alle sehen wollen. Ich spreche jetzt so neutral wie möglich. Da ist eine Sache, die ich dich fragen möchte. As long as you don't want to know my measurements, fire away. Das war gerade nicht neutral. Ich habe Kaba niemanden imitiert, ich habe gerade so viel Roboter zu sprechen. Ach so. Solange du nicht meine Maße haben möchtest, schieß los! Wer ist es? Wer ist der 16. Schüler, meine ich? Took me by surprise there. Du hast mich da wirklich gerade auf dem falschen Fuß erwischt. I know I said you could ask anything, but ich weiß, ich habe gesagt, du kannst mich alles fragen, aber super denied, ultra denied, demonic denied, because you see, that's my ace in the hole. Super verneint, ultra denied, dämonisch verneint, weil weißt du warum? Das ist noch das Ass in meinem Ärmel. And nobody be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. Und niemand ist dumm genug, das preiszugeben. Niemand. Nicht mal zu seinem besten Freunden, richtig? Oh mein Gott. Looks like we have a traitor among us. Amogus. Ich kann deine Theorien zu dem Traitor gerne hören irgendwann. Aber einer dieser 10 scheint nicht sein, der erscheint. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Wir haben die Jacke. Okay. Ja, bitte speichern und Ende. Weil meine Stimme macht sowohl nicht mehr mit, das heißt, meine Stimme macht nicht mit, die Aufnahme ist ab dem Punkt vorbei, weil ich kann nicht mehr weitermachen. Aber wir sind mit Chapter 2 durch fertig geworden. Ja, das freut mich. Noch diesen Monat. Aber ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von Danganronpa für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob der letzte Part auch noch dieses Jahr kommt. Vielleicht entscheide ich mich jetzt in den Ferien daily sogar zu was abzuladen und damit alles einfach durchzuballern und durchzurattern. Ja, kommt drauf an. Wenn die Uploads dann wieder in 2-Jahr-Takt kommen, ich glaube, 2-Jahr-Takte sind besser. Vielleicht gehen wir ein bisschen mit dem Januar rein, damit wir einfach Zeit haben, die Session zu machen. Die nächste, ganz weil kurz. Wir jetzt eine Winterpause machen. Session machen. Zweitens, wir müssen noch die Review machen. Ja. Und drittens, wir müssen jetzt klären, wie wir das machen. Wenn jetzt, falls Robin nicht mehr wiederkommt, ob jetzt die neue Person Robins Charakter übernimmt oder ob wir nochmal die Charakter umswitchen. Ich glaube, die neue Person nimmt Robins Charakter, weil ich hatte mir das schon überlegt gehabt, dass wir wissen ja... Okay, sag ihm schon mal viel Spaß, Sakura zu sprechen. Ah, der kriegt das hin. Jedenfalls bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne etwas Positives da. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kanälen vorbei. Unten in der Videobeschreibung. Besonders bei mir und Andy. Cool Shit und so. Und wir hören uns zu Chapter 3. Wenn wir vielleicht herausfinden, wer der Verräter unter uns ist. Oder wer dieser mysteriöse 16. Student ist. Bis dann. Bis tschüss. Ciao, ciao.